Jetzt da. Oh, den wollen wir übrigens auch noch ausbilden. Hier, Kind unterrichten. Ha! Feindselig? Wieso kann ich ihn nicht mehr enterben? Wieso kann ich den nicht enterben? Bekehrung verlangen? Dann verlangen wir erstmal die Bekehrung von ihm. Sehr schön, haben wir uns den Glauben schon mal weiter verbreitet. Wir können Krieg erklären. Warum können wir nicht gegen ihn Krieg erklären? 7000 Mann ebenbürtig? Das sehe ich irgendwie nicht so. Also gegen den 7... Ich will nicht mit 2000 gegen 7000 antreten. Wer hat denn eigentlich selber? Selber hat er nur 1800, aber der hat 3000. Herzog Fernand von Toulouse, der mag mich eh nicht. Der wird also auf jeden Fall in den Krieg eintreten. Das halte ich für keinen guten Krieg. Achso, brauchen wir Tiere wegen Anspannung, ne? Das meinst du. Ein kompetenter Diplomat. Haben wir einen Diplomaten hier an unserem Hof? Hier steht übrigens, wenn die Lumifer in die abhauen. Wenn du auf Hof gehst, dann gibt es hier ein Ausrufezeichen, wenn die abhauen. Hat direkt geantwortet. Ja, der wartet wahrscheinlich auch darauf, dass er es verkaufen kann. 2000 Euro haben oder nicht haben. Was habe ich denn hier für Lösegeld fordern? Schwaches Druckmittel. Whatever. Klingt immer noch gut. Ja, wenn du es guckst dir halt an, dann wirst du es sehen. Ah, das war der Bauernaufstandstyp, den hätten wir vielleicht einfach hinrichten sollen. Dammit. Hier arbeitet es noch. Hier können wir nichts ausbauen. Hier auch nicht und hier auch nicht. Er ist seit 2019, der Vorbesitzer habe eine Inspektion durchgeführt. Er ist seit 2019 regelmäßig gefahren, ca. 8000 Kilometer. Meinst du, Bischof verspätet sich wieder einmal bei einer Ratssitzung? Diesmal lasse ich das nicht durchgehen. Als ich vor dem Gemächern von ankomme, bin ich nicht so höflich, vor dem Eintreten zu klopfen. Sitzt inzwischen, schreibt wie wild auf mein Räuspern hin, steckt zusammen, stopft sich rasch eine Pergamentrolle in die Tasche und wendet sich mit banger Miene zu. Was versteckt ihr da? Zeigt es mir sofort. Bei dem ist schon die Meinung relativ wichtig. Ich werde von ihm entdeckt. Er könnte 25 verlieren oder 15 verlieren und seine, oder seine Privatsphäre respektieren. Was denke ich? 8000 Kilometer. Er könnte halt dir alles erzählen. Das habe ich, glaube ich, vorhin gedacht. Ob das wahr ist, was er dir da erzählt oder nicht, ist so ein bisschen die Frage. Er könnte dir theoretisch alles erzählen. Distribution Display. Ach. Was versteckt ihr da? Gebe sofort her, mit diesem Finger reicht mir entsetzt, überfliege ich den Brief, darin wird eine überzeugende Anschuldigung vorgebracht. Juan Billy pflegt eine sexuell abartige Lebensweise. Ich erfahre das Geheimnis, dass er ein Perverser ist. Eure Kultur hat das Interesse Erbherrschaft entdeckt. Ein neues Interesse. Moment, bin ich Kulturoberhaupt? Nee, oder? Ich bin Kulturoberhaupt? Und ich habe das nie verfolgt. Was haben wir denn überhaupt erforscht? Oh nee. Er meinte, wir könnten. Irgendwo, ja, wir könnten bezüglich Probefahrt mit Werkstattbesuch, aber auch gleich gefragt, ob das prinzipiell möglich sei. Aber wenn er das schon mal nicht prinzipiell ablehnt, ist es aber schon mal. Wenn du einen Gebrauchtwagen kaufst und der Verkäufer sagt prinzipiell schon mal nicht nein zu, du darfst das in der Werkstatt fahren. Also du hast eigentlich das Recht dazu, aber der versucht es nicht irgendwie zu umgehen. Dann ist die Chance relativ hoch, dass das in Ordnung sein sollte. So, und wir brauchen Gold hier für den Anspruch, den wir denn geltend machen wollten. Kriegsvolk Verhandlungsgeschick. Kriegsvolk unterhalb minus 25%, das ist natürlich nett.
Kriegen wir einfach mal mehr Geld in unsere Kassen, weil wir weniger ausgeben. Wildschwein in Weiß. Seit Beginn meiner Suche erreichen mich aus allen Ecken des Landes Berichte über Sichtungen prächtiger Weißer. Eine gewaltige Mühe, die Berichte durchzugehen und die Wahrheit von Humbug zu trennen, wären die Berichte doch nur zuverlässiger. Wer Leute anständig nach einem Tier suchen, das wird mein Ratsverwalter erledigen. Er verliert Meinung von euch. Ich schaffe das, ich muss das schaffen. Die Anspannung kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Wir haben aktuell genug Gold, dann werde ich lieber Leute dafür anstellen. Jo, und ihr kümmert euch darum. Damit haben wir jetzt einen Anspruch hier drauf. Ist der verbündet mit jemandem, der 1200 hat? Wir könnten jetzt einen Krieg erklären. Er ist uns unterlegen, wenn wir unsere Verbündeten in den Krieg rufen. Wenn wir unsere Verbündeten in den Krieg rufen. Weg damit. In den Krieg rufen. In den Krieg rufen. So. Kriegsfolgeregiment erschaffen. Gepanzerte Reiterei können wir jetzt machen, okay. Da bin ich in die Reiterei, werde ich mal Pikeniere entnehmen. Die müssten zumindest gegen Reiterei besonders gut sein. Oder wir behalten die auch mal die 165 Gold als Backup. Und lassen es so, wie es ist. Huch! Natürlich nehme ich es an, natürlich nehme ich an. Sehr gut. Oh, die haben hier schon 2400 stehen, ne? Natürlich nicht so geil. Hier, 2400. Oh, wir müssten uns treffen, mein Freund, mit deinen 500. Halt. Da habe ich gar keinen Bock drauf, dass du mir hier irgendwie in den Rücken fällst. Mit 1200 Mann. Da habe ich ja gar keine Lust drauf. Absolut keine Lust drauf. Könnt ihr die bitte verfolgen und ich nehme hier irgendwie ein oder so? Wir haben hier jetzt insgesamt über 4000 Mann stehen. 4500 Mann, das muss ja was werden. Was ist mit Leon? Das nächste? Leon wird von meinem Sohn verwaltet. Mit dem ich verbündet, den kann ich, sollte ich nicht einfach angreifen. Also, das wird schwierig, wenn ich einfach angreife. Wird belagert. Über Steuerung wirkt für Banditentum. Warum kann ich das nicht machen? Belagerungsstützen, Truppen dieser Armee belassen und andere Armeen, die sie Besitztum haben, die... Bin ich, dass ihr euch verbündet? Könnt ihr... Nee, macht doch weiter! Ist, dass ich meinen Verbündeten nicht sagen kann, hey, ihr macht die Belagerung, ich kümmere mich um die Armee. Ist ein bisschen nervig. Dann müssen wir halt die Belagerung so durchmachen. Weil das, ich muss das einnehmen, damit ich die Punkte krieg. Sonst kriegst du ewig keine Punkte für den Sieg. Von Tiers? Kann ich den mit Graf Jaspers von Tiers mich anlegen? Kanschut wurde gefangen genommen. Ich weiß nicht, warum ich dafür einen Anspruch habe. Für Herzog von Bretagne, Grafschaft von Orléans, Grafschaft von Albert, Grafschaft fallen gelassen, Anspruch, durchgesetzter Anspruch, Königreich von West. Ich habe einen fallen gelassenen Anspruch für Königreich von Westfranken? Herzogtum von Orléans, Herzogtum von Bretagne. Grafschaft von Verdun. Vielleicht will er mir die in einem Telefon ausreden, aber ich dachte, wenn er das so nicht ablehnt, dann hat er nicht so viel zu verbergen. Ja, hoffentlich. Was ist denn hier passiert? Gestorben, wir können sie nicht mehr beeinflussen. Okay, die wir beeinflussen wollten, ist gestorben. Dann müssen wir hier unser Lehnsherr, Vasallen, das bin ich, bin der nächstmächtige. Hier, Meinung vom Lehnsherr, 3000, dich wollen wir mal beeinflussen. Du magst, damit du den Lehnsherr weniger magst als mich. So, hier, Forderung durchsetzen, bevor die meine Armee meine Sachen einnehmen.
Sehr schön. Haben wir mal wenigstens ein bisschen unser Gebiet ausgeweitet. Das wäre sonst blöd geworden. Kannst du gerne draufhauen weiter. Kontrolle. Wir sind jetzt das Oberhaupt der Riedel-Dynastie. Kann ich jetzt irgendwann mal wieder... Nee, bis 72. Das dauert halt noch wirklich ein Jahr. September 72. Ich bin halt die ganze Zeit... Fruchtbarkeit minus 10%, weil ich angespannt bin. Ist einfach ein Problem. Ich weiß übrigens immer noch nicht, warum ich den hier... Titel beanspruchen. Ein Anspruch für euch selbst, ein Graf Benjamin gehaltenen Titel. Er verliert 50 Meinung von uns. Es nützt mir aber nichts, weil er immer noch mein Spielererbe ist. Wie kann ich den denn... Warum darf ich den denn jetzt nicht mehr enterben? Das durfte ich schon mal. Ach hier, enterben. Das will ich. Dann würde ich ihn vielleicht erst beanspruchen. Titel beanspruchen. Kosten 150. Jo, und jetzt feindselig enterben. Tschüss. Sehr schön. Dann haben wir die Enterbung schon mal durch. Der mag mich dadurch natürlich nicht mehr. Moment, was? Wieso habe ich den Titel nicht bekommen? Habe den Titel doch beansprucht. Ich habe nur, glaube ich, nur einen Anspruch bekommen. Mord ist auch eine Option. Ja, das ist irgendwie jetzt blöd. Gelaufen. Enkelin von euch. 11% gegen meine Enkelin und gegen den. Ist euer Kind. Ich darf mein Kind nicht umbringen. Mord ist keine Option. Mord ist damit keine Option. Ich dachte, ich krieg, wenn ich Titel beanspruche, mal den Titel. Aber habe ich nicht. Schlägt eine Quest vor, die seiner Meinung nach im Reich nutzen könnte. Er meint, dass ich mit meinem Gefolge ausziehen und Gebiete von Bürgermeister Metzcott erkunden sollte, denn dann würde ich meine Ländereien besser kennen und Luren zufolge auch besser verstehen, wie mein Vasall denkt. Ermöglicht Verwaltungslebenswandel. Oder ich könnte Anspannung verlieren. Oh. Anspannung verlieren? Ja, och, Schnieke. 42 vor allen Dingen. Aber Verwaltungslebenswandel sind halt auch gut. Na, dann kriege ich hier. Ach, ich nehme die Anspannung. Damit ich mich mal ein bisschen entspanne hier. Werde nicht mehr von Anspannung übermannt. Das ist, glaube ich, deutlich wichtiger aktuell. Bin ich der Meinung. Du vielleicht nicht, aber vielleicht dein Spitze. Ich kann meinen Spitze nicht sagen, dass er jemanden umbringen soll. Ich kann nur selber einen Komplott schmieden zum Umbringen. Das ist ja immer, dass ich jemand anderen beauftrage. Aber ich darf keinen Komplott gegen meinen eigenen Sohn schmieden zum Umbringen. Das meine ich. Das ist nicht erlaubt. Was ist denn hier oben neu? Erbe ist Dritter in der Nachfolge von Leon. Ihr werdet Titelerben. Vierter. Graf Jasper von Tier. Herzog von Gudon. Überlegen. Der hat 22 Ritter. Okay. Mächtiger Vasall wollen Ratsposten. Du bist halt leider nutzlos, schon die ganze Zeit. Du bist 31 und irgendwie auch relativ nutzlos, vor allem bist du am Stammeln. Wenn du Stammeln nicht hättest, könnte man dich als Ding ins Einsetzen. Warum habt ihr alle immer Scheißwerte, Leute? Maßvoller Sadist. Ist auch mal eine Kombination. Ich hoffe, ich darf euch auch einfach ignorieren. Mal sehen, wie lange das gut geht. Du kannst immer noch die Gemeinden bekehren, mein Friend. Bekehre mal bitte die Gemeinden. Das ist ein bisschen die Frage, machen wir jetzt hier weiter? Wie sieht es bei dir aus? Du bist verbündet mit einem 2000er. Hast aber selber nur 600. Puh. Und bei dir können die Verbündungen halt noch... Eigentlich würde ich ja gern das hier haben. Aber ich glaube, dem den Krieg zu erklären, wird schwierig. 2200 und 1700, so viel Armee kann ich nicht einfach so aufbauen.
Aktuell, wobei ich habe schon fast selber 3000. Vielleicht sollte ich einfach doch ein bisschen. Brauchen wir hier vielleicht noch ein Kriegsregiment ein? So gepanzerte Reiterei. Ein riesen Amazonenstamm. Das ist eine gute Frage. Ich kann mal wieder gucken, wie das hier aussieht mit vererblichen Eigenschaften. Wie alt bist du? 6. Nachdenklich. Kerngesund, intelligent. 3. Oh, das wäre doch ganz gut. Prachtstufe sagenumwogen. Haus Carling. Lebende Mitglieder 14. Die hat mit 3 schon so viele Punkte. What the heck? So intelligent und kerngesund ist halt schon nice. Aber ich sehe hier nicht viel von irgendwie Riesen oder hier. Das ist robust, das ist das Höchste, was ich habe. Robust und wunderschön. 25 von 633. Einige Filter sind nicht auf Standardwerte gestellt. Ja. Aber ich glaube, da würde ich noch mal ein bisschen abwarten. Vielleicht gibt es sich noch eine bessere Partie, beziehungsweise muss ich ein bisschen gucken, welche Eigenschaften der kriegt. Bevor ich das mache. So, goldene Pflichten. Ihr könnt gegen Druckmittel für Druckmittel Bezahlung verlangen. Gucken wir mal. Druckmittel und Geheimnisse. Hier. Erpressen. Erpressen. Ihr habt ein Druckmittel erhalten. Könnt Zahlung verlangen. Oh, 10, das ist ja gar nichts. Kann ich mit den anderen Druckmitteln keine Bezahlung verlangen? Zahlungsforderung. Hat nicht genügend Gold. Ach, die hat 0 Gold. 0 Gold. 0, 0. Die haben einfach kein Gold. Ach, das ist doch Kacke. Das ist doch jetzt wirklich Kacke. Kriegen die vier pro Monat von dem. Wir kriegen aber wirklich relativ viel Gold aktuell. Das müssen wir uns mal ja mal lassen. Was brauchen wir, um einen Kriegerorden zu gründen? Frömmigkeit und Gold. Frömmigkeit schaffen wir, glaube ich, mit dem Charakter nicht mehr sinnvoll. Wir sind schon 42 Jahre alt. Wen beeinflussen wir eigentlich gerade? Ach so, den anderen Vasall. Wollte ich hier, glaube ich, eine gepanzerte Reiterei wollte ich erstellen. Ebene, Trockengebiete, Hügel, Berge, Bergwüsten, Feuchtgebiete. Sollten wir eigentlich nicht haben. Also das leichtes Fußvolk. Das hat eigentlich Wald, Tiger, Dschungel. Bogenkämpfer. Vielleicht sollten wir erstmal Bogenkämpfer nehmen, wa? Bogenkämpfer und leichte Reiterei. Jagdsaison? Jagdsaison. Dann jagen wir doch mal, wenn Jagdsaison ist. Kriegen wir schon 2,0 hier. Jagd, Vorsicht, Wildschwein. Ich könnte hier 0%, ich werde getötet. Er hat die Eigenschaft verwundet. Kampfgeschick, Herausforderung. Wir wollen eine Jagdtrophäe. Ja, Jagdtrophäe für 10 Jahre. Jawoll! Operation im Felde. Kriegsvolk, Verhandlungsgeschick, Jagdtrophäe, Prestige. Kehren gestärkt zurück. Wir werden wahrscheinlich direkt auch mal das Festmann daher schmeißen müssen. Wie sind deine Pläne heute? Ich überlege die ganze Zeit, ob ich Schoki esse oder nicht, Lumi. Ansonsten wollte ich heute faulenzen. Keine konkreten Pläne. Dann müssen wir eben aus meinem Geheimvorrat nehmen, weil ich eifrige, frohe Natur habe. Kriege ich außerdem noch Prestige dafür. Sehr schön. Aufgabe beendet. Können wir das wieder so machen? Sehe ich bis morgen nicht? Weiß ich nicht. Das habe ich jetzt nicht so gesagt.
4 von 8? Aha, interessant. Ich glaube, hier könnt ihr aber mal noch erhöhen. So. Könnt ihr euch mal ein bisschen schneller regenerieren hier auf die 300. Voll Ehrfurcht. Bürgermeister gewinnt 10 Jahre lang 5 Meinungen von euch. Schoki oder nicht? Nicht Schoki, das ist hier die Frage, genau. Ist auch eine wichtige Frage. Moment, da habe ich gerade 200 Mann verloren. Das verstehe ich nicht. War gerade bei 3000. Schwankt irgendwie sehr merkwürdig. Mein Ruhm ist weithin bekannt. Illustor. Ruhmstufe. Dann bist du mal etwas schaffen. Ich wünsche dir was. Viel Erfolg, Lumi. Und wir müssen uns mal hier das nächste Opfer aussuchen. Das im Idealfall nicht 7000 Mann hat. 1200 und keine Verbündeten. Da sehe ich uns. Der Herzog. Ah, da brauche ich noch einen Anspruch aufs Herzogtum. Er hat halt noch Untergebene, dammit, das darf ich ja nicht vergessen. Er hat noch Grafen unter sich. Der ist angreifend hier. Er ist verbündet mit jemandem, der 800 hat. Vor allem wird hier sowieso in den nächsten 7 Jahren, das ist irgendwie Quatsch. Das Konvertieren dauert ja ewig. Frage ist, 1400, aber der hat halt einen Lehnsherr mit 4000. Grüßt mein Herr, ich hätte gern, dass euer Sohn Marco Rieder einem äußerst begabten Vormund. Was? Marco Rieder verliert euch als Vormund, wird Mündel von Oaf Provence. Der ist unfähig. Nein. Bei Ablehnung. Verliert Meinung von uns. Ja. Ablehnen. Geht's noch? Das ist mein zweiter Sohn. Als ob. Dich müssen wir übrigens mal enterben. Wobei, nicht, dass unser anderer stirbt. Ah, wen davon wollen wir überhaupt nehmen? Der hier hat stattlich bekommen und der andere nur Wohlgestalt. Sprechen wollen wir eigentlich den enterben. Aber der hier ist halt 4, wenn wir jetzt demnächst sterben, wird das kritisch. Ich weiß nicht. Verführung. Wir könnten die theoretisch mal verführen. Wir wollen ja gerade den anderen beeinflussen. Wir wollen ja gerade mal irgendwann eine Fraktion vielleicht... Achso, nee. Dazu müssten wir gegen unseren Lehnsherrn... Vormundschaft anbieten, Vasallenbande ändern, Anspruchstellerfraktion gründen. Könnte ich theoretisch machen. Kein Anspruchsteller gewählt, kein Titel. Achso, ich brauche erstmal einen Anspruch auf den Titel. Weil es eine Herzogin ist. Aha, ich wollte es vorher auf ein Königreich machen, da ist es anders. Da ist es anders. Wissen des Hofarztes erhöht. Oh, wie komme ich denn an den Titelanspruch an das Herzogtum von Auvergne. Ansonsten gibt es, glaube ich, keinen Herzog von Bretagne. Das ist das, was ich eigentlich haben will. Aktuell, um selber Herzog zu werden. Das heißt, ich brauche tatsächlich Leon. Verbündet mit Prinz, verbündet mit euch. Verbündet mit dem, der keine Mann hat. Ich könnte jetzt gegen meinen eigenen Sohn in den Krieg ziehen. Um... den Anspruch. Würde dabei aber, ich glaube, einiges verlieren. Jetzt verliert eine Ruhmstufe, genau. Die Frage. Er hatte 3 Jahre lang hat einen Verbündeten angegriffen. Ist halt die Frage, war? Ist es uns das wert oder nicht? Eigentlich schon. Eigentlich sind wir aktuell noch jung genug. Gehen wir mal. Krieg erklärt, du hast Bündnis mit ihm gebrochen. Andere Charaktere mögen keine Bündnisbreche. Greift einen Verbündeten an. Ihr verliert eine Ruhmstufe. Ihr habt einen Verbündeten angegriffen. Allgemeine Meinung minus 25. Ihr beendet euer Bündnis. Ihr 12 Jahre Meinung von euch. Verbrechen rechtmäßiges Einkerkern. Zusätzlich fallen die üblichen Kriegskosten an. Oh, vielleicht war das Verbündnis doch nicht so gut mit meinem eigenen Sohn.
Hätte ich nicht eingehen sollen, weil der ein angenehmes Ziel darstellt, um sich hier zu erweitern. Ansonsten müsste ich halt. Moment, nee. Ja. Würde ich gern gegen den vorgehen, aber warum baut der denn so viel Armee auf? Das ist doch Kacke. Der baut schneller Armee auf als ich. Und ich gebe mir schon Mühe, Armee aufzubauen. Das ist doch Kacke. Ist doch nicht gut. Die haben zusammen über 4000 Mann. Wir fingieren auf jeden Fall mal den Anspruch darauf. Wir brauchen überhaupt mal einen Anspruch. So rum. Wenn wir keinen Anspruch haben, können wir überhaupt nicht drüber nachdenken, den irgendwie anzugreifen. Die andere Option wäre natürlich, wir versuchen, seinen Verbündeten uns zu gewinnen. Heirat arrangieren. Sohn und Mündel, Enkelin von euch, mit seinem Ratsprediger, wird nicht annehmen. Okay. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Für dich brauche ich vor allen Dingen eine gute Partie. Marco Mabutgal. Kann ich nicht meinen Namen mal ändern irgendwie? Mein Hausnamen habe ich schon geändert, aber ich weiß nicht, warum ich immer Mabutgal heiße. Krank, meine sterbliche Hülle. Tut das Nötigste. Ihr haltet verschlimmerte Krankheitssumme für ein Jahr. Oh oh. Erhielt die Eigenschaft weise Frau. Ja, also, wir klären das mal kurz. Jetzt hier weiteres Enterben. Yes. Das müssen wir jetzt mal noch machen. Damit hier nicht unser hart erarbeitetes Fortschritt von einem aufhält. Sind wir die gleichen, die hier drin stehen? Ihr könnt Kriege erklären. Gegen die. Aber das ist doch Quatsch. Die haben 13.000 Mann. Was ist das für ein Vorschlag? Warum ist der grün hinterlegt? Das ist einfacher. Das ist genauso gut, gegen Westfranken alleine zu ziehen. Für den Anspruch auf das Königreich Westfranken. Das ist doch nicht euer Ernst. Hallo Luxeli. Er geht ohne Konflikt. Ratskanzler Venezia, Ratskanzler und Ritter von euch und Ratsspitze Anugo diskutieren erhitzt über das Problem der religiösen Minderheiten. Als Graf könnte ich sie mit meinem einzigen Wort zum Schweigen bringen, aber ich habe eine bessere Idee. Ich bin bewandert in den Künsten der Diplomatie und weiß, wie man solche Situationen löst. So löst, dass alle glücklich sind. Ich ergreife Partei, ohne Anuge vor den Kopf zu stoßen. Moment, jetzt muss ich kurz gucken, wer was ist. Für Vezian, das ist unser Ratskanzler, das ist nur Diplomat. Das andere ist Anauge, das ist unser Ratsspitzel. Ich glaube, ich würde eher unseren Ratsspitzel haben, weil wir da noch weniger haben. Ohne Kompromiss finden. Nö. Ich ergreife Partei für den Ratsspitzel in dem Fall. Also ich kriege jetzt auf jeden Fall jede Menge Kohle. Da sind wir gut dabei. Das ist, glaube ich, durch unsere ziemlich hohe Kontrolle. Mir ist zu Ohren gekommen, dass euer Suffranbischof daran arbeitet, ohne echte Ansprüche auf Grafschaft von Wanz zu fälschen. Ich fordere euch hier auf, inständig auf zu bedenken, dass ihr von Rechts wegen Graf seid und nicht durch eure Gier. Bürgermeisterin du hier, Bürgermeisterin Svea? Wer bist denn du? Du bist mein Vasall. Was willst du von mir? Verpiss dich! Als ob dich was angeht. Mein treuer Bruder, ich wurde auf, unser Bündnis zu ehren und mir beim Orleanischen De Jure-Krieg um Herzogtum von Orléans anzuschließen.
Moment, was? Wieso funktioniert das jetzt hier nicht mehr? Was? Wieso kann ich das drehen? Dann so. Angreifend. Orleanische de jure Krieg um Herzogtum. 2200 gegen 2200 aktuell. Hat sich noch niemand an Verbündeten angeschlossen. Ja, dann nehmen wir mal an, wa? Würde ich mir behaupten. Dann machen wir halt damit Krieg. Worum geht's? Darum? Jetzt echt darum? Sieht danach aus. Dann Armee ausheben. Auf geht's. Wen haben wir hier als Befehlshaber? Ich bin Befehlshaber? Ich möchte nicht Befehlshaber sein. Wobei ich eigentlich wirklich die meisten... Ach, wir versuchen mal, mich als Befehlshaber zu benutzen. Eventuell sterben wir jetzt. Mal sehen. Hallihallo, Xeli. Ich hoffe, du bist nicht mehr am Telefon. Krank, mein altes Ich. Ich bin froh wieder... Ihr verlor die Eigenschaft krank. Sehr gut. Ich bin froh wieder wohlauf zu sein. Ruf da! Bedauere, dass es so weit kommen musste. Ich weiß, dass ihr die Wahrheit für den Mord an eurer Gräfin verantwortlich seid. Wenn ihr wollt, dass ich schweige, werdet ihr tun, was ich euch sage. Wer bist du denn? Vasall von uns. Du nervst mich doch schon die ganze Zeit, dass du in mein Rat willst. Bei Ablehnung werde ich als Mörder gebrannt. Das ist irgendwie nicht so cool. Ja, dann muss ich erstmal annehmen. So, erstmal die Schlacht gewonnen. Und jetzt wird hier belagert, würde ich mal behaupten. Das sind zwei Baronien? Das sind zwei getrennte Baronien? Okay. Ist das ein Gerüst, mein unversöhnlicher Vasall? Ich hätte gern, dass euer Sohn und Erbe... Das ist kein guter Vormund. Lass mich in Ruhe. Dann verlierst du halt Meinung von mir. Ist mir doch egal. Du magst mich eh nicht. Oh, machen wir direkt nochmal platt. Das ist natürlich auch eine Option. Das wollte ich nicht mal. Aber wir machen es einfach nochmal platt. So, wie sieht das jetzt aus? Wir könnten eine Fraktion gründen, wa? Anspruchstellerfraktion schaffen. Wir könnten jemand anderen auf den Thron heben. Was uns aber nicht viel bringt. Ehrlich gesagt. Wir könnten einen anderen Graf zum... Die brauchen halt Ansprüche da drauf. In dem Sinne bringt es uns nicht viel, weil wir wollen ja eigentlich Ansprüche auf das Herzogtum haben. Ist dann auch irgendwie egal, dann können wir ihr auch einfach beeinflussen oder so, I guess. Vasallen, jo, die mag uns nicht. Ihr mächtiger Vasall, der mag uns aber... Der mag aber sie auch ganz gerne. Alle können nicht so wahnsinnig viel Truppen. Außer der eine, den wir gerade schon beeinflussen. Ich bringe mal auf 100. Das wird dann schon werden. Wir übernehmen die Belagerung. Schön 62 Gold erbeuten. Waldensertum. Ist ja jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Lebenswandelvorzug, kümmert euch darum. Ich will den Anspruch haben, das ist richtig. Lebenswandelvorzug. Kriegsgewinner, monatliche Einnahmen im Krieg plus 10%. Vasallensteuer plus 10%, das ist mein Domain, kann die Entscheidung Untertanerpressung benutzen. Steuerantreiber, rasch bauen, Meritok, Thronanspruch gegen hier unser Lehnsherr verwenden. Das wollte ich machen. Das durfte ich bis eben noch nicht. Thronanspruchskomplott. Oh! Da sehe ich uns. 95%, da sehe ich uns. Weil ihr gerecht seid. Oh, fuck. 44 Anspannung, weil wir gerecht sind. Ach, das ist dann doch nicht so gut. Agenten schließen sich im Komplott an. Wer hat sich angeschlossen? Wer ist denn das? Gast von Herzogin. Höfling von Herzogin. Ja, deine Höflinge mögen dich anscheinend auch nicht, Madame. Muss ich mal so festhalten.
Die scheinen dich absolut nicht zu mögen. Jetzt ernsthaft. Nahm Felix mit nach draußen, damit er den Bogen spielen kann und zu meinem Überraschen begegnet er einem verwundeten Reh. Er zögert keinen Wimpenschlag und erlegt es. Ehrgeizig. Das ist abgesehen davon, dass du relativ viel Anspannung kriegst, ziemlich okay, ehrgeizig zu sein. Sadistisch ist nicht cool, paranoid ist auch nicht so cool. Aber ehrgeizig. Für unseren Haupterben. Sag mal, habt ihr gerade verloren? Nee, habt ihr nicht. Gefährliche Fraktion. Bauernpöbel. Ach, komm schon. Lass mich in Ruhe. Bauernpöbel. Bauernpöbel-Schmöbel. Noch 5 Monate muss ich hier belagern. Das dauert ja ewig. Ich brauche mehr Belagerungseinheiten. Ich habe nur 10 Belagerungswaffen. Das ist einfach zu wenig. Die Unternehmensanweisung kann ich direkt machen. Hier erhöhen. Wenn wir das schon mal fest haben. Ergänzt schließt den Komplott an. Jo. Agent aus dem Komplott entfernt. Gast von Herzogin. Oh. Das ist ja mir ziemlich Wumpe. So. Und eingenommen. Wir haben den Krieg gewonnen. Sehr schön. Ah, damit ist es ja eingegliedert. Okay. Auflösen. Und 62 Gold für die Belagerung bekommen. Hat jetzt das Tier überhaupt ersetzt? Warum das immer hin und her switcht? Ach, dem habe ich gerade geholfen. Jetzt ist ja nicht mehr Ach. Der ist jetzt Dynastie überhaupt geworden, weil er durch meine Hilfe das eingenommen hat. Könnt ihr euch mal überlegen. Immer noch ein 12.000-Mann-Krieg. Moment, warum darf ich dem hier keinen Krieg erklären? Also darf ich schon. Wird aber nicht erwähnt. Die haben 5000 Mann. Der hat selber 3400 inzwischen. What? What the fuck? Was zur Hölle? Würde ich ihn fast mal umbringen, dass mal vielleicht jemand, der nicht so gut dort Sachen macht. Viel zu lange unterliegen. Ja, nee, Steuererlass ist nicht. Sammelt die Truppen. Alle Armeen ausheben. Ruf da. Ruf da, mehr Fähigkeitseigenschaften, mehr Truppen, höhere Güte. Einfach weg damit. Finde ich gar nicht witzig, dass ihr hier Sachen macht. Ich muss sie nicht als Verbündeten in den Krieg rufen. Muss ich einfach nicht machen. Oh, Ratmitglied ist verstorben. Ach, dammit. Unser Verwalterchen ist gestorben. Na, dann können wir doch mal eine mächtige Dame zuweisen. Mangonellen entdeckt? Moment, ich war doch der... Ah ja, wir haben Mangonellen. Sehr schön. Königliches Vorrecht steht zu dem Einfluss der Innovation, die ihren Fortschritt stark vorantreibt. 14 Jahre. Kann folgendes Gesetz erschaffen. Hohe Lehnsautorität. Jo, da bin ich dabei. Die bretonische Kultur. So, dann. 95 Tote zu 1600 Toten. 230 Ruhm. 131% Hingabe. Das ist gut. Ratsmitglied ist verstorben. Ein natürlichen Todes. Krieger in der Ausbildung verwundet. So. Hier können wir Forderungen durchsetzen. Damit haben wir den wieder eingekerkert. Finde ich nämlich nicht mehr so cool, dass du hier ständig irgendwelchen Quatsch machst. Deswegen foltern. Und darf ich dich foltern? Oh nee, ich bin gerecht. Darf ich dich hinrichten? Verbrecher, was euch erlaubt. Jo, das darf ich. Dann richte ich euch hin. Aufbegehren finde ich gar nicht nett. Niedrige Gemeindekontrolle. Achso, Gemeindekontrolle könnte wieder ein Problem sein. Befehlshaber befördert. Hat mir stolz einen neuen Rekruten präsentiert. Stufe 3, 13, jo. Ah, von mir aus. Ein bisschen an meinem Hof.
Dann bist du halt an meinem Hof, wa? Jetzt müssen wir erst das königliche Vorrecht erforschen. Herrscher helfen, Herrscher helfen. Haben wir einen besseren Spitzer inzwischen? Wir haben einen besseren Spitzer, der uns genauso mag. Entlassen. Machen wir das mal so. Du gibst mir immer noch was Mögliches. Ja, so gut wie. Du machst die Kontrolle. Hier habe ich das Druckmittel und Geheimnisse. Achso, er hat ein Druckmittel und Geheimnis gegen uns. Erpressung. Moment, er hat sich gerade in den Rat erpresst, wa? Das konnten wir nicht auswählen. Er hat sich einfach in den Rat erpresst. Darf ich das zuweisen? Nee. Darf ich jetzt nicht. Er hat sich in meinen Rat hinein erpresst. Die Sau. Und ist natürlich die absolute Katastrophe in dem, was er tun will. Oh. Das kann ja nichts werden. Hätte gern. Ach, come on. Wird Mündel von Leonard. Wird doch immer schlechter. Was willst du von mir? Ey, du gehst mir hart auf den Sack. Weißt du das, Madame? Ich mache hier zum Glück einen Komplott hier. Graf Gamaiel. Moment, Graf Gargamel? Wir haben Gargamel in seiner Jugend gefunden. Ui. Wir haben Gargamel in seiner Jugend gefunden. Die Frage, hier kann ich nichts ausbauen, hier kann ich noch was ausbauen. Könnte ich noch 75 mehr. Versorgungsschwelle. Plus 200. Seit langem nur noch eins, ein Steckenpferd. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihm seinen Wunsch in 3 Monaten erfüllen werde, wenn er sich mehr auf seine Studien konzentriert. Er winkt jedoch einfach nur ab und meint, das interessiere ihn längst nicht mehr. Könnte Anspannung kriegen, dann kriegt er zufrieden. Minus Ränkespiel plus Bildung, Anspannungsverlust plus 10%, Meinung Lehnsherr, Meinung Vasallen, Meinung anderer Charaktere mit zufrieden. Treuherzig ist nicht so geil. Dann bist du nämlich, glaube ich, Diplomatie plus, Ränkespiel minus. Genau, gegnerische Feindsiege, Komplott, Erfolgschance plus 15. Das ist nicht so geil. Sprunghaft hingegen. Komplott, Widerstand für Feindsiege, Komplott plus 20%. Verwaltung minus 2, Diplomatie. Tja, Verwaltung wirst du eh kein Köpfchen. Aber nochmal minus 2 ist, glaube ich, ein Problem. Ränkespiel mache ich fast nie. Aber an der Stelle würde ich lieber nochmal das nehmen, dass wir zufrieden sind. Weil es in unserer Zukunft, glaube ich, wissen, was geben kann. Wir sollten aber für ihn vielleicht mal inzwischen einen Ehepartner suchen, wa? Alter. Intelligent und kerngesund. Die ist immer noch zu vergeben. Besessen will ich nicht. Ich würde sagen, wir versuchen das mal hier. Dann haben wir ganz gute Optionen, ein bisschen was einzuheiraten. Herzog ist aufgeflogen. 52%. Auch wenn meine Verstrickung daran noch nicht bekannt ist, macht es dennoch wesentlich schwerer, meine Pläne Früchte zu tragen. Okay. Das heißt, es ist aufgeflogen, aufgedeckt, aber folgt schon immer ein paar 20%. Und ich kann Leute einladen. Mein Prinz Gargamel, warum bist du jetzt wieder raus? Burgstand 55, Komplottstärke 28. 173. Lehnt ab, lehnt ab, lehnt ab. Minus 1. Minus 15. Der mag wohl Bestechung nicht. Minus 34. Krieg mal auch nicht rein. Ich glaube, du kriegst halt wirklich niemanden rein von den anderen. Warten das jetzt, der hier fast noch beitritt. Minus 2. Gotti 26. Haben wir 90, 95 also. Ist das die Prinzessin? Nee.
Ja, ich habe nichts zu gewinnen, ich finde das unmoralisch. Ich mag Herzog und Bianca nicht. Plus 15. Ich bekomme Gold plus 10. Bei ihr ist es Zurückhaltung minus 20, ich bekomme Gold plus 10. Ich mag Herzog und Bianca nicht. Würde ich vielleicht auch noch beeinflussen. Vielleicht magst du uns dann lieber. Nehme ich das vorgeschobene Verlöbnis an. Okay, unser Sohn ist schon mal verlobt. Als Elfjähriger mit einer Achtjährigen, dass die gut gesund ist, das ist doch ganz gut. Und wir sind damit verbündet mit England, wa? Moment. Sind wir nicht? Du hast keine Ansprüche, wa? Gastgeber, doch, das ist der König von England. Wenn die Hochzeit zustande kommt, müssen wir mit dem verbündet sein. So, und für dich können wir aber auch noch nach einem Ehepartner suchen. Chance auf Kinder hoch. Stattlich. Bei den beide stattlich war. Deswegen wird auf jeden Fall stattlich vererbt. Wie alt bist du? 23 zu 9. Das ist ja nicht so cool. Mal kurz nach Alter sortieren. Das ist aber auch die jüngste stattliche. Wir versuchen das. Mal sehen, ob da ein Kind rauskommt. Ist ja nicht unser Haupterbe. Oder? Doch, das war unser Haupterbe. Ich bin ein Vollidiot. Ich habe dem Falschen die Gute gegeben. No. Ich habe dem Falschen die Gute gegeben. Nee, 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 nee. Moment. Oh, shit. Du solltest die kriegen. Oh Mann, ey. Eieieiei. Und dich wollte ich für Bündnisse benutzen. Oder, ja, zu halb. Du bist nämlich auch bloß wohlgestalten. Ist nicht ganz so wichtig hier, Alter. Wohlgestalt, Hause Bruyens. Wird auf jeden Fall Wohlgestalt vererbt. Was aber gar nicht so viel ist. Es bringt uns also nicht so viel. Wir sollten da, glaube ich, auf bessere. Ich glaube, ich würde wirklich hier eher auf Bündnispartner gehen. Bündnismacht. Gibt's halt nicht. Gibt halt einfach nicht. Das sind alles nur Ansprüche. Anspruch auf die folgenden Dauphinat von Viennos, Grafschaft von Leyden, Königreich von Raab, Königreich von Großen Mähren. Aber 27, die ist halt deutlich zu alt. Moment, 16, 46. Wenn du 30 Jahre auseinander bist, hast du ein Problem. Die sind jetzt aber 50 Jahre auseinander. 15? Hm. Moderat. Mal sehen. So rum ist es richtig. Ich hab's einfach falsch rum gemacht. Hab's einfach falsch rum gemacht. Richtigerweise war der Ratsposten. Ja, du bist nutzlos. Was willst du von mir? Da darf ich es nicht austauschen. Ist aufgeflogen. Alias, mein Agent, ist aufgeflogen. Jetzt ist alles vertrauenswürdig. Ist er als vertrauensunwürdig bekannt und kann sich meiner Sache nicht mehr weiterhelfen. Okay. Immer noch 90-95. Also da ist immer noch gute Chance. 9 von 10 Fälle. Reicht mir eigentlich. Willkommen, Xeli. Na, was haben die Behörden gesagt? Dass ich in dem Plan stecke, der sich gegen sie richtet, das muss alles ein Missverständnis sein. Beendet das Komplott von euch. Ihr haltet 12 Schrecken. Herzog Bianca verliert 100 Meinungen von euch. Verbrechen ermöglicht es Herzog euch rechtmäßig einzukerkern. Alle engen Verwandten sowie der Ehepartner von Herzogin verlieren. Ach, shit. Soll ich raten, ich werde jetzt gleich eingekerkert. Shit. Ich wollte doch dann irgendwann eine Fraktion gegen dich gründen. Aber jetzt sollte man das vielleicht doch mal. Habe ich jetzt eigentlich eine. Nee. Also vielleicht doch eine Fraktion gründen. Gegen unseren Lehnsherr. Und wir können einfach mal sagen, wir treten dem hier bei.
damit sich das ändert. Ne? Unzufriedenheit 11%. Kann 8 Monate ein Ultimatum stellen. Machen wir das so, dann haben wir vielleicht... Oh, ich kann Zahlungen verlangen. Jawohl, gib her. Dann haben wir vielleicht bald einen anderen Herrscher. Dann können wir das alles mal von vorne machen. Ja, fangen wir einfach wieder von vorne an. Das ist einfach ganz entspannt. Wir sind mal fast 4000, ey. Hier, ja, Festmahl veranstalten. Festmahl beginnt. Es kommt zur Katastrophe. Ach, wir machen einfach mit meinen Vorräten weiter. Vollkommen fein. Alles im grünen Bereich. Wer bist du? Fasziniert mich ebenfalls. 20 Meinung. Ober erzählte mich was. Segende Familie, die ihm selbst auch sehr am Herzen liegt. Ja, wir können über die Familie reden. Das können wir gerne machen. Ich habe übrigens nicht 20, sondern 80 Meinung bekommen. Tapfer, weicht niemals vor einer Herausforderung zurück. Wahrscheinlichkeit, in der Schlacht zu sterben plus 100%. No! 38 Anspannung, er bekommt ruhig. Anspannungsverlust, Schreckensverfall, Komplottaufdeckungschance. Plus 10%. Wenn er Komplott macht, ne? Religiöser Eiferer. Kriegsführung, monatliche Frömmigkeit, Meinung von anderen Glauben. Glaube, Bekehrungskosten plus 20%. Meinung über Charaktere mit der Eigenschaft religiöser Eiferer auf demselben und demselben Glauben. Oh, nee. Religiöser Eiferer ist kacke, wir haben nämlich einen falschen Glauben. Bin ich immer hier ruhig oder bleiben wir bei tapfer? Denn tapfer ist doch mit dem nie kämpfen. Aber ich will wahrscheinlich mit dem auf den Kampfding gehen. Weil er hat jetzt schon Kampfgeschick. Der kriegt auch hier nochmal Kampfgeschick. Plus 3. Und Kriegsführung plus 2. Und Anziehungsmeinung. Alle mögen einen mehr. Oh, das tapfer schon geil. Welch ein schöner Abend. Als die Gäste gehen. Pass auf, ich dann Erbe. Das war doch. Das war mein Erbe in dem Fall, oder? Ja, hier der Tapfere. Der Marco. Marco ist mein Erbe. Felix ist enterbt worden von mir. Und Graf Benjamin auch schon. Benjamin und Felix wurden enterbt. Marco ist mein Erbe. Er ist inzwischen übrigens auch schon 10. Das kommt besser hin vom Alter. Und warum habe ich jetzt. Warum bist du jetzt. Das verstehe ich nicht. Ich glaube, ich habe die, weiß nicht mehr, wofür die haben wollte. Ich kann aber jetzt die hier mal beeinflussen, für den Fall, dass sie auf den Thron kommt. Wobei die schon 60 ist. Es ist so unwahrscheinlich, dass die wirklich auf den Thron kommt. Aber in einem Monat kann man ein Ultimatum stellen, ja. Wer will Krone festgenommen? Bei Ablehnung. Ohne ein Tyrann zu gelten. Graf Burgte einzugehen kann die... Eine Fraktion, die Gräfin zum Aufstand aufstacheln. Bei Ablehnung. Bei Annahme, ihr verliert 10 Jahre und 30 Meinung von Herzogin Bianca. Die Familie verliert 15 Meinung von Herzogin Bianca. Von euch. Kerkert euch ein. Ohne als Tyrann zu gelten. Jetzt die Frage. Wollen wir es drauf anlegen? Jetzt noch ein bisschen an die Leute im Chat. Wollen wir es darauf anlegen, dass wir nicht eingekerkert werden und vielleicht die Fraktion der Unabhängigkeit, ja, hier, von der uns zur Seite steht? Weil die ja hier sowieso jemand anderes auf den Thron bringen wollen für die Herzogin. Oder lassen wir uns einkerkern, dann können wir, glaube ich, nicht mehr viel tun. So generell können wir dann nicht mehr viel tun und entscheiden. Ich glaube, dann können wir zum Beispiel auch kein Vormund unserer Söhne sein und sowas. Das hat also harte Nachteile, eingekerkert zu sein. Ich tendiere ein bisschen zu ablehnen, dass ich mich nicht einfach einkerkern lasse. Deus Vult! Ich meine, wir haben 4000 Mann, das ist schon nicht so ohne. Was hat sie eigentlich? Sie hat 2100 Unverbündeten mit 800. Ach, ich lasse mich hier nicht einkerkern. Ich habe alleine 4000 Unverbündete. Ne. Schlägt zurück. Jawohl, Herzogin Bianca hat zu Unrecht versucht, Graf Bruckthal einzukerkern, der ebenfalls eines meiner Fraktionsmitglieder ist. Ein solch dreister Angriff einer Fraktion, die Gräfin Alynx von Velay auf aventurischen Thron bringen möchte, kann man nur als kriegerischen Akt verstehen. Und wenn wir uns nicht verteidigen, wird man uns sicher einen nach dem anderen niedermachen. Auf in den Krieg! Und der Unabhängigkeitskrieg ist soeben ausgebrochen.
In den Krieg rufen. In den Krieg rufen. Damit ist der Unabhängigkeitskrieg um das Herzogtum ausgebrochen. Moment, wer ist jetzt mit wem im Krieg? Geht komplett um das Herzogtum. Was hast du denn eigentlich für Titel? Ha? Welche Titel hast du direkt? Herzog, oh nee, Herzog wollte ich nicht. Herzog, Grafschaft. Da unten. Das ist alles? Grafschaft, Grafschaft. Die daneben. Und die ist okay, also alles hier von ihr. Sonst hat sie nicht. Ja dann. Würde ich sagen. Moment, das kann ich dann noch weiter runterziehen, damit ich nicht über den Fluss muss? Ja, kann ich. Dann würde ich sagen, heb die Truppen aus. Könnte aber jetzt ein bisschen mit dem Gold knapp werden. Natürlich werde ich. Ja, genau, sage mit dem Gold knapp. Natürlich werde ich unterstützen. So, Truppen ausgehoben. Auf in den Schlacht! Ich meine, wir haben auch noch Unterstützung durch unsere Verbündeten jetzt, also. Dass sie das gewinnt, ist einfach Quatsch. So, wir müssen hier runter, wa? 15 Gold. 15, 17 Gold. 24 Gold. Wir jagen einfach direkt die. Die Hauptstadt. Die gewinnt ja das dort schon. Lebenswandelvorzug. Kriegsgewinner. Machen wir das mal, dann sollte. Genau, dann haben wir sogar wieder Plus hier während des Krieges. Plus 10% Einnahmen während des Krieges. Kriegsgewinner. Ist natürlich ganz geil. Wir haben inzwischen zumindest mal 20 Mangonellen. Die haben wir nicht. Wir haben nicht mal Mangonellen gebaut. Wir haben immer noch. Was sind denn das für Dinger? Die Onager. Das sind einfach nur Katapulte, I guess. Und ihr lagert einfach das nächste direkt daneben. Ist auch eine Option. Drei Monate, wo dümpelt ihr hier rum? Ja, also ich glaube nicht, dass ihr das gewinnt. Ich glaube, in dem Moment, wo wir es einnehmen, ist es schon durch. Was ein frevelhafter Angriff auf meine Ehre. Felix, also... Was? Als er jedoch sein Schroff... Verlorenes Interesse. Nach dieser Ablehnung scheint Felix argwöhnisch jeder Art von Zuneigung gegenüber. Felix erhält die Eigenschaft keusch. Oh Gott, da habe ich gar keinen Bock drauf. Rachsüchtig. Diplomatie minus, Kampfgeschick plus, Schreckenszuwachs. Sündhaft bei uns. Stur. Verwaltung. Gesundheitskleiner, Krankheitskleiner Bonus. Ja, dann wird er halt stur. So, 24 Gold eingebuchtet. Machen wir hier noch die nächste, wa? Von ihr. Ihr ist eine 85%. Ja, wir belagern einfach hier nochmal, wa? Nochmal 15 Gold. In 4 Monaten. Ja, wir haben ja 4000 Mann. Das ist halt nicht mal ansatzweise mehr gewinnen, weil ich lese den letzten Brief, den Gräfin Alyx von Velay mir geschickt hat und lächle. Zumindest scheint sie mich jetzt in einem besseren Licht zu sehen. Obgleich dies ein Erfolg ist, bin ich doch versucht, diese Gelegenheit zu nutzen und zu versuchen, ihr noch näher zu kommen. Ich glaube, die stirbt eh bald, die ist 61. Aber ihre Gesundheit schlecht, genau. Nee, dieser Sieg genügt mir. 30 reicht mir. Ist bereits einige Zeit bei mir zu Gast. Die Art, wie er sich in meinen Haushalt drängt, während er versucht, nichts weniger als sklavische Ergebenheit gegenüber euch zu verbreiten, widert mich an. Was für ein Fürst entsendet denn eine derart schreckliche Vertretung? Das liegt vielleicht daran, dass ich den nicht Karl nicht haben wollte. Darf ich das? Nee, darf ich immer nicht. Der hat sich halt rein impresst. Und ich darf ihn nicht ermorden. König Loop hat schleichbenannt den Krieg erklärt. Wieso darf ich ihn eigentlich nicht ermorden? Er hat ein starkes Druckmittel gegen euch, aber dann kann ich ihn doch versuchen zu ermorden, oder nicht? Ich erwarte groß, er erhält Ehrgeiz. Marco war der Gute. Dem wollte ich Ehrgeiz. Achso, hab ich die gleiche? Sadistisch, paranoid. Ja, ehrgeizig. Ehrgeizig it is. Ein gut organisierter Hof. Jeder Höfling gewann 10 Meinungen von euch. Mit 400 nimmt er jetzt echt da oben ein. Soll ich das jetzt durchsetzen? Oder zwingen? Hier. An den heuchlerischen Butgual, möge eure Jahre kurz und elend sein, ihr seid ein viel größerer Feind, als ich gedacht hätte. Um dieses Blutvergießen ein Ende zu setzen, werde ich eure Forderung nachgeben. My ass. Hat's keine andere Option. So, jetzt müsste ich aber einen anderen, genau, Lehnsherr haben, dem ich deutlich, deutlich mehr mag. Haha!
So. Ich schmiede bereits ein Komplott gegen Prinzessin Alinx. Ach so, ich darf es nicht. Darf sie nicht. Moment, darf ich das Komplott irgendwie beenden? Gute Herzungen, bei einem Empfang von Edelleuten aus nahen und fernen Reichen ergeben sich Gelegenheiten, allen zu zeigen, was für ein großer Mensch meine Lehnsherrin Prinzessin Alyx ist. Mein Fürst, so sagt mir, wer ist der ehrwürdige Mensch, von dem ihr je gehört habt? Prinzessin Alyx? Ja, das bin ich. Oh, die kann schon ein bisschen Meinung bekommen. Wir wollen aber das Komplott aufgeben, denn wir wollen hier einen Thronanspruchskomplott machen. Und dazu Menschen einladen. So, wir hatten hier relativ hohe Wahrscheinlichkeit, noch beizutreten. Wieder Anspannung bekommen, war? Ach, ich bin ein Vollidiot. Graf Benjamin ist nicht irgendwann freuen, wenn ihr 5 Jahre immer noch angespannt seid. Glauben zur Orthodoxie wechseln. Glaubensoberhaupt ökumenischer Patriarch Vukoman. Moment, ich will da draufklicken auf Orthodoxie. Orthodoxie. Das ist doch wieder das Normale. Wollte ich ja nicht vorher schon? Moment. Muss mal kurz auf die Glaubenskarte. Was haben wir hier? Waldenisch, katholisch. Orthodox ist hier oben. Oh, puh. Stört mich jetzt nicht so sehr. Verliere 100 Frömmigkeit und verliere 46 Anspannung. Halliluxan! Was heißt denn hier Feels Weird Man? Wechseln wir halt nochmal. Es ist alles nicht so wild. Ach Mensch. Wir haben jetzt zumindest mal einen, der hier ordentlich weiß, was er tut. Aber der mag uns natürlich jetzt wieder nicht. Im ersten Moment. Können wir aber den mal beeinflussen hier. Komplett schmieden. Und jetzt wollten wir aber gegen unsere Lehnsherrin. Ah ne, Thronanspruchskomplott machen wir schon. Wir wollten aber hier gucken, wie wir noch einladen können. Überdenkt unser Angebot. Agent schließt sich an. Dann schon mal 90%. Jetzt haben wir hier jemanden wie Volta 35, 25. Der ist nicht so an hier 42, 20. Vielleicht muss ich ein paar Leute noch überzeugen. Ach, das passt vom Aussehen ganz gut. Six, hallihallo. Jo. Freitagabend kommen alle nochmal rein. Ach, die mögen mich nicht. Das ist ein bisschen schwierig. Die Gräfin mag mich natürlich nicht, klar. Moment mal, jetzt würde ich gerne mal was wissen. Geht das mit ein? Meine Meinung von euch, es geht nur zu Viertel mit ein. Wahrscheinlich kann ich auch bloß maximal 25 plus kriegen. Aber den hier dann rüber zu kriegen, ich könnte theoretisch 50 extra kriegen. Das dauert eine Weile. Komplottstärke 2. Erfolgschancen 29. Ich habe nichts zu gewinnen. Zurückhalte meine Meinung von euch. Minus 5. Geht er wirklich zu einem Viertel ein, ziemlich genau. Wir sind mit 90% auskommen, denke ich. Wie geht's dir, Xan? Wie geht's dir, Zix? Wie sieht eure Wochenabschluss aus? Und 10 Minuten produktives Gespräch bin ich nun auch fertig mit Telefonieren. Herzlich willkommen zurück unter den Lebenden, Xeli. Mein Druckmittel ist verfallen. Ja, scheiß auf Druckmittel. Viel zu lange habe ich die Erniedrigung durch Prinzessin Alinx ertragen. Ich werde nicht länger dulden, dass unser Lehnsherr ihre treuen Vasallen misshandelt. Bitte schließt euch mir in dem Unterfangen an diesen Tyrannen abzusetzen. Nein. Ihr tretet Krieg als Angreifer bei Krieg gegen Tyrannei. Aber Philipp, nein. Fickt euch. Dürft ihr gerne alleine machen. Ich mache hier gar nichts. Was in die Richtung geht. Und du bist immer noch bei 3.300 Leuten mit einer verbündeten Macht von 1.000. Wo sind die eigentlich? Da unten. Grafschaft von Perigord. Der noch andere?
Grafschaft von Périgord und Bistum von Nottron. Ist in der Grafschaft von Périgord. Okay, der hat das Bistum einfach noch unter seiner Kontrolle. Das heißt, ach, geht so. Moment, Krieg gegen Tyrannei von Prinzessin Arlings. Aber das ist ja mein Lehnsherr. Da habe ich wenig Anteil mit. Da haben wir noch einen De Jure-Krieg gegen um Herzogtum von Barcelona. Da habe ich auch keinen Anteil mit. Das ist hier auf Herzog-Niveau, wa? Oder Graf Philipp gegen den Herzog. Das ist mir doch egal. Das ist mir doch egal. Agent schließt sich den Komplott an, Agent schließt den Komplott an. Ja, hier kommen mal ganz viele Agenten von alleine rein. Er ist gestorben! Der Mann, der mein Geheimnis kannte, ist gestorben. Halleluja! Hier, Bürgermeister. Du stirbst wahrscheinlich auch bald, weil du 75 bist. Aber. Kann dir ja erstmal um Honig ums Maul schmieren. Wie sieht denn das hier wieder aus? Jagdveranstalten, da sehe ich uns doch. 46 Anspannung weg damit. Treue geben und dafür Dienst möchte ich euch belohnen. Als Ratsmarschall. Jo, nehme ich. Ach. Ratsmarschall stimmt, war da. Muss hier mal so irgendwie alles weglegen. Da sind so viele. Irgendwas war mit einer Fraktion wieder gegen mich. Gegen euch? Ne, gegen Lehnsherren. Freiheitsfraktion, Unzufriedenheit. Ja, das waren die, die gefragt haben. Nee. Einfach nee. Moment, du bist jetzt am. Du brauchst 7 Jahre dafür, das ist doch Bullshit. Kannst lieber mal hier unten weiter fingieren. Für eine potenzielle Verbreiterung. Darf dem keinen Krieg erklären, weil das finden die alle nicht so cool. Das finden die alle nicht cool. Kann ja sagen, dass es mir allzu schlecht geht, geht halt, aber dann soll es dir ja gut gehen, oder? Jo. Gib mir 50 Gold für das Druckmittel. Könntest glauben, so überhaupt ein Gold bitten. Weiß nicht, ob ich Gold wirklich brauche aktuell. Aber Gold, immer her damit. Gold ist geil. Jagd, Sieg über die Bestie. Man könnte das Tier für eine Kreatur der Legende halten, vielleicht für eine Gottheit in verwandelter Gestalt. Werden groß, aber so gewaltig. Auch nachdem die Bestie verwundet war, dauert die Verfolgungsjagd einen halben Tag lang. Sie ist nach wie vor ein beeindruckender Eindruck, auch tot am Boden liegend. Wer daraus eine Trophäe fertigen lassen, die meine Vasallen bekommt. Oh. Lass das Tier aufstopfen und meinen Patriarchen schicken. Das ist eher was. Das würde ich auch nicht unterschreiben. Was? Gold ist geil? Warum nicht? Was würdest du denn dann unterschreiben? Wir kehren zurück. Kann ich das ja ausbauen? Nee, brauche ich 550. Ja, da bin ich ja fast. Könnte ich mal meine Burg erhöhen? Das heißt, dass es dir gut geht. Ach, du meinst, es geht einem nicht gut, wenn man sagt, es geht einem nicht schlecht? Mir ist es so ein bisschen, wenn ich nichts zu meckern habe, dann habe ich. Seid gegrüßt, mein heiterer Vasall. Es wird Zeit, eure fehlgeleiteten Wege aufzugeben, euch dem einzig wahren Glauben zuzuwenden, dem Waldensertum. Prinzessin allerdings euch rechtmäßig Ablehnung. Ja, ist mir doch egal. Dann komme ich halt wieder zum. Ich habe ja eh nur gewechselt wegen meiner Anspannung. Ich hätte gern, dass euer Sohn Erbe Marco in Vormund zieht an den Hof. Wird wahrscheinlich oxianisch, wird wahrscheinlich waldelfisch. Mündel von Gautier. Wenn ihr da mal sinnvolle Leute vorschlagen würdet, würde ich. Ich habe es angenommen. Ich wollte es nicht annehmen. Nein! Nicht Marco! Hier, ich will mein Kind unterrichten. So rum. Wenn man zu schnell klickt. Kollege hat sich heute 2 Finger halbiert, bin halt nicht zu. What? Okay. Xan ist ja okay. Moment, hier, mächtige Vasallen, die kann ich hier einsetzen, dann ist mir das egal. So, dann ist sie happy.
Und zwar längst. Sag mal, wie oft passieren eigentlich bei euch irgendwie Unfälle auf eurer Arbeit? Nur so interessehalber gefragt. Hab so ein bisschen das Gefühl, das kommt häufiger vor. Moment, hab ich jetzt nicht. Was haben wir denn jetzt hier eigentlich für eine Religion? Also dumm gefragt. Das ist katholisch, ne? Teilweise. Wenn ich die jetzt aber wieder... Moment, nicht das Fingieren, sondern das hier dauert wie lange? 5 Jahre? Nee, my ass. Frage ist, wen ich angreifen... Oh, muss man hier irgendwie pausieren. Felix ist jedoch schroff, kindlich, rachsüchtig. Du kannst rachsüchtig werden von mir aus. Bist ja nicht mein Erbe. War der erste Größe, seitdem du da bist. Also gehen viele Sachen zumindest schief, immer wieder. Wenn ich das so höre bei euch. Ehrlich gesagt. Verbündet mit Prinzessin Alynx. Das ist aber... Ist das nicht meine Lehnsherrin? Prinzessin Alynx? Dann darf sie sich nämlich nicht einmischen. Wenn ich meinen eigenen Bruder angreifen würde. Verbündet mit euch. Ach, ich kann meinen eigenen Bruder nicht angreifen. Das ist halt echt kacke. Der hat 3000 drin und 2000. Ebenbürtig 5000. Ja, 4200. Moment, wenn... Irgendjemand kommt hier nicht mit. Irgendjemand kommt hier nicht mit, wenn ich hier angreifen würde. Ich krieg plus 17 gerade, what the fuck? Okay, wir machen erstmal, bauen wir die Burg aus. Oh, das darf ich nicht. Die bretonische Kultur hat die Invasion Festungsmauern nicht. Oh nö. Hier bretonisch. Aber das ist, oh, das ist schon gut. Königliches Vorrecht. Mach ich dann doch Krieg? Oder baue ich einfach meine Leute? Mache ich hier eine größere Armeen? So. Mehr Berufssoldaten einfach anstellen. Wenn ich so viel Gold habe. Weiß ich nicht, woher ich so ganz... Ah, weil ich Guaran jetzt direkt habe. Das Bistum ist direkt unter meiner Kontrolle. Ah, und das Bistum auch. Das ist natürlich nett an dem Glauben. Da kriege ich immer 10 Gold mehr. 5,7 und 4,7 mehr. Aha. Mir raten ist. Ja, du hast nämlich überhaupt nichts, was du beitrittst. Ratsprediger, du machst aber nichts. Finde ich eine gute Option. Finde ich eine gute Option. Hast du eine Ahnung, wie das dann mit jemandem, der so einen Unfall hat, weitergeht? Und wie das dazu gekommen ist? Also, ob er dran schuld war oder... ob das irgendwie eine Fehlkonfiguration der Maschine war oder sowas? Das klingt schon sehr heftig insgesamt. Muss ich mal so sagen. Vertriebene Leibeigene wird schier überschwemmt von Flüchtlingen aus der benachbarten Grafschaft von Avranches. Angeblich fliehen sie vor der grausamen Herrschaft, die Gräfin Echiv von Avranches ausübt. Sie möchten lieber in meinen Domänen leben als in ihr. Rechtlich gesehen sind sie immer noch in der Knechtschaft von Echiv, aber wenn ich es zulasse, dass sie sich in meinen Ländereien niederlassen, hat sie so gut wie keine Möglichkeit zu beweisen, dass sie tatsächlich Leibeigene sind. Gräfin Echiv gewinnt Meinung. Ich bin so gnädig, Leibeigene zurückzuführen. Königreich von Westfranken. Ihr haltet 150, Gräfin Echiv von euch setzt 150 ein, verliert 10 Meinung von euch. Ich führe Leibeigene zurück, aber nicht ohne Echiv streng zu tadeln. Ich zeige meinen Leibeigenen ihre neuen Bauernhöhe. 13 Anschlag, weil ich gerecht bin. Zusätzliche Leibeigene. Plus 15 Gold an Aufgebotsgröße. Hatten einen laufenden Fräser gefasst. Wieso? Wissen wir alle nicht. Wirklich. Scheinbar gerade nicht nachgedacht und instinktiv reingefasst. Ist scheinbar aber schon wieder zusammengenäht.
Na, hoffentlich. Hoffentlich wird das besser. Und der macht es aber nicht nochmal. So, ist die Frage, will ich einfach nur Meinung haben oder? Ich habe die Option zwischen Meinung kriegen, zwischen Prestige kriegen und zwischen mehr Gold und Aufgebote kriegen. Und auch Anspannung kriegen. Ja, ich nehme, glaube ich, diesmal das Gold und Aufgebote. Brauche nämlich gerade mehr Aufgebote. Gut, das haben wir hier eh jetzt drin. Sollte vielleicht vorher noch mal Ritter einladen, für den Fall, dass wir noch ein paar gute kriegen, bevor wir hier einen Krieg anzetteln. Pistolen habt, mir mag zwar die Möglichkeit fehlen, sie mir zurückzuholen, aber denkt nicht, dass ich diesen Affront vergessen werde. Ihr habt euch meine Feindschaft zugezogen. Hoffentlich war es das wert. Das waren eure Leibeigenen, verzeiht, ich werde sie euch zurückschicken, weil ihr stur und ehrgeizig seid. Rummelt so viel ihr wollt, das wird nichts ändern. Verliert Meinung von euch, wird Rivale von euch. Oh. Die ist im anderen Reich, was wollt. Mir doch egal. Die meine Rivalin ist. Ist mir doch egal. So. Wir bauen die Armee auf über 5000 Mann aus. Ritter ist eingetroffen. Guter Ritter? 16. Kind of ein guter Ritter. Gestattet Strategie. Ich nehme an einer Strategiebesprechung mit Prinzessin Alix und Graf Gargamel teil, in der wir unsere Pläne für den laufenden Krieg besprechen. Prinzessin Alix hat entschieden, sich nicht einzumischen. Gargamel und ich können agieren, wie wir es für richtig halten. Verbesserte Beweglichkeit für 5 Jahre. Legt sich Wege zurecht, um den Gegner auszuwählen, führen sich einen Vorteil auf dem Schlachtfeld zu sichern. Bewegungstempo plus 10%, gegnerischer Defensivvorteil minus 25%. Oh, nett. Nett, 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 nett. Wir brauchen vor allen Dingen unsere Aufgebote hier. Hier sind wir noch 110. Das wird vor allem richtig bitter, wenn wir die ausheben. Dann kommen wir, glaube ich, hier wirklich ans Limit. Thronanspruch. Nach all der harten Arbeit ist nun endlich an der Zeit, die Beweise zu präsentieren, die ich zufällig gefunden habe. Ich bin der rechtmäßige Erbe von Herzogtum von Auvergne aufgrund einer alten dynastischen Heirat. Das wird nicht mehr sein als ein einfacher Thronanwärter, als sie sich mir in den Weg stellt. 90%, ihr erhaltet einen durchgesetzten Anspruch, Unabhängigkeit von Erfolg oder Scheitern. 5% Wahrscheinlichkeit für eure Fingiereien wurden entdeckt. Endlich kann niemand mehr davon zweifeln, dass ich angemessene Thronfrucht Herzogtum von Auvergne habe. Die mag mich jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ach, minus 50, die war bei 100 irgendwie. Er hat 30 Meinungen verloren. Wird geschehen. Man, die hat 30 Meinungen verloren, sie verliert nochmal 30 Meinungen? Okay. Da sie längst verloren gegangen sind, gibt es keinen Grund, an ihrer Authentizität zu zweifeln. Sogar Prinzessin Alix muss zugeben, dass mein Anspruch legitim ist. So, feudal ist anders. Das hatte ich, glaube ich, schon mal. So, jetzt kann ich theoretisch Fraktionen gegen euren Lehensherrn. Kann ich eine Anspruchstellerfraktion schaffen und mich selber eintragen? Herzogtum von Auvergne, wenn ich das machen wollen würde. Bedeutet aber, ich brauche guten Rückhalt bei den anderen Vasallen. Meinung vom Lehnsherr. Brauche vor allem von dem hier zum Beispiel guten Rückhalt. Ziel Putrei. Bist du denn? Höfling von euch. Den hier muss ich mal beeinflussen. Mit 2500 Truppen könnte er sonst ein Problem darstellen. Ich meine, ich habe 5000, ja? Sie hat selber 1600. So ungefähr bei 4000. 5000. Ah, sie hat schon 5000, 6000 Truppen unter sich, wenn die Vasallen mitmachen. Es ist ein bisschen die Frage, welche Vasallen sich wohin bequemen würden bei dem Ganzen. Gibt schon einen Krieg gegen die Tyrannei von Prinzessin Arlings. Vielleicht sollte jemand erstmal abwarten und danach reden wir nochmal drüber.
Danach redet man nochmal drüber. Ihr könnt Kriege erklären. Herzog, keine Ansprüche von euch. Ebenbild. 10.000? Warum wird mir das denn vorgeschlagen? Das ist doch absolute Humbug. Ebenbürtig mit 10.000. Oh. Graf Benjamin ist gestorben. Wenn ich gesündigt habe, warum bestraft ihr mich dann? Er war bar jeder Schuld. Mein perfekter Sohn, das Leben hatte, das unser Ältester nicht enterbt hatte, ne? Das war völlig unnötig dann. Der war übrigens schon ein... Verstümmelt war der schon und hat keinen Arm mehr gehabt. Aber der ist dann wohl tot. Und damit haben wir wieder ein Problem mit unserer Anspannung. Kann Zahlung von Gräfin Alis verlangen? Enkelin von euch. Oh. Ihr habt doch gar nicht Travis, sie kann aus ihrer Vasallen nicht reinrufen. Bei einem Unabhängigkeitskrieg nicht, aber die können sich ihr anschließen. Theoretisch. Aber ich kann natürlich sie auch reinrufen zum Anschluss. Frage ist, will ich das? Weil viele von den Leuten, na, guck mal in die Vasallen rein. Hier minus 91, minus 100, das ist halt ein bisschen problematisch. Der mag mich, halbwegs. Und er hat Angst vor mir, eingeschüchtert. Aber die hier war die vorhergehende Herzogin, die habe ich schon mit abgesetzt. Ja, also die habe ich schon mit abgesägt, weil die mir auf den Sack ging. Da wollte ich schon bei ihr machen, dass ich Herzog werde. Und das ist ihr Mann. Also die sind verheiratet. Wobei, die haben halt fast keine Armee. Ach, keine Ahnung. Ich würde eigentlich gern erstmal das Land hier haben, aber der hat so viele Truppen ausgehoben. Der lebt so viele. Der kriegt 9 Gold pro Monat. Weil er hier noch jede Menge anderes Zeug hat, ne? Der hat nicht nur das. Der hat die Grafschaft. Der hat die Grafschaft von Wanz. Moment, was? Grafschaft von Ibuska? Wo ist denn die Grafschaft von Ibuska? Das da unten hat er auch noch. Was ist denn der alles für Verteilung? Von Wanz. Labo, der hat eigentlich alles sonst da unten. Sein einziges da oben. Er hat dann da oben 2 Grafschaften. Ne, Bistum hat er hier sogar noch. Die Grafschaft. Die eine Grafschaft hier, Wanz. Das ist die, die ich haben will. Kann er mir die nicht einfach geben? Gab es nicht auch eine Variante hier irgendwie? Kriegsbeitritt anbieten, Beeinflussung, Geschenk schicken, Verführung. Mord? Nee, Mord muss ich nicht. Vasallenbande ändern. Hohe Steuern. Ich will weniger Steuern zahlen, niedrige Steuern. Moment, ist das für mich? Dann gebe ich weniger Steuern ab, ne? Dann würde ich 0,8 mehr Steuern kriegen. Und würde ihr weniger Aufgebote geben. Würde sie halt niemals zustimmen. Ich könnte, wenn ich ihr mehr Aufgebote gebe, die Steuern reduzieren. Ich will eigentlich gar nicht so viele Aufgebote haben, wie ich habe, glaube ich. Ich hätte gern ein bisschen mehr Berufssoldaten. Und dafür müsste ich die Steuern reduzieren. Steuerbefreiung. Normalsteuern sind vorgeschlagene Steuern, Stufenbefreiung nicht, sind nicht benachbart. Ach, ich kann nur noch benachbart machen, okay. Druckmittel? Ich habe kein Druckmittel gegen sie. Ein Druckmittel gegen sie wäre natürlich sehr, sehr hilfreich an der Stelle. Ein Druckmittel wäre natürlich richtig hilfreich an der Stelle. Ach, jetzt haben wir jetzt wieder Banditenhorden, sag mal. Was seid ihr eigentlich? Alle unfähig? Hartnäckigkeit. Stur. Marco als stur. Rachsüchtig finde ich nicht so geil und keusch auch nicht. Dann nehme ich lieber stur. Ich müsste irgendjemanden dazu bringen, mit dem Krieg anzuzetteln. Beziehungen, Mündel, Hof, Vasallen. Oder ich bräuchte irgendein Ränkespiel. Oder ich muss ihn ermorden. Ermord habe ich bloß 6 Chancen, das ist es halt. Im Prinzip nicht vorhanden. Weil ich, glaube ich, keine Möglichkeit habe, an ihn ranzukommen. Scharfsinniger Intellektueller. Stimmt, ich habe nie die... Oh oh.
habe nie die Lebenswege Diplomatieausbildung. Hatte ich automatisch gewählt. Na gut, dann ist wohl Diplomatieausbildung. Ihr könnt heiraten. Jo. Go, go. Ich bin inzwischen schon 52. Mir geht's nicht mehr so gut. Du bist auch. Du bist genauso alt wie ich. Habe ich nicht so realisiert. Wir haben ganze 3 Kinder gekriegt dafür, dass wir beide dass du wunderschön bist und ich wohlgestaltet. Nicht so viel. An meine Vasallen, als Graf von Einfluss ist es nun angemessen, dass eure Stimme im Rahmen des Rats gehört wird. Bin ich wieder in den Rat gerufen worden, war? Jo, weiterhin als Ratsmarschall. Und unser Lehnsherr hat sich geändert. Herzog Ansel II. Von Auvergne. Was ist denn das Herzogtum eigentlich? Das ist da unten, da will ich eh nicht hin. Nützt mir doch gar nicht, wenn ich das Herzogtum kriege als Titel, dann habe ich doch immer noch hier oben meine ganzen... Aber ich komme hier oben nicht raus. Es gibt keine Option, sich gut auszubreiten. Das ist so ein bisschen das Problem. Armutsgelübde ablegen. Ich würde keine unnötigen Reichtümer an, weil ihr ehrgeizig seid. Plus 2 Frömmigkeit, Meinung Klerus, Mundig einer minus 20%. Nee. Bloß nicht. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, wie ich jetzt... Ich hätte vielleicht doch Westfranken nehmen, sollte ich hier oben mehr machen können. Jetzt bin ich halt hier so komisch in der Ecke. Und das England, das hier die ganze Zeit halten kann, nervt mich hart. Aber England ist ein bisschen, glaube ich, zu mächtig. 10.000 hat der englische König direkt unter seiner Fuchtel. Das könnte problematisch werden. Thronanspruch. Oh nein. Moment, ich habe jetzt schon einen durchsetzten Anspruch. Wollte gerade sagen. Muss ich jetzt nicht nochmal machen. Ich glaube, ich werde... Werde ich den gegen den Lehnsherr machen? Ich hätte halt... Ich war vorher direkt dem König unterstellt. Das wäre so viel schöner gewesen, direkt das gegen den König zu machen. Der verliert den Krieg gegen... Da unten. Oh Gott. Du Vollidiot. 4.000 und gegen 6.000. Wenn ich da eintrete, würde es ein absolutes Gemetzel. Dann gewinnen wir das plötzlich wieder. Ist die Frage, ob der mir dafür irgendwas schenkt? Was ist das für ein Krieg? De jure Krieg um Herzogtum von Barcelona. Will ich dem da unten helfen? Eigentlich könnte ich das mal machen. Kriegsbeitritt anbieten. Nähert sich einer Freundschaft mit euch. Er ist aber 64. Das ist irgendwie vollkommen irrelevant, wenn ich den als Freund kriegen würde. Das nützt mir nicht lange was. Mir fällt gerade auf, Ritter sind eingetroffen. 18 Ritter. Wir haben 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Sohn von euch, verbieten bitte. Mein Sohn soll bitte nicht. Weil doch der Sohn darf. Das ist Felix. Der darf. Wo ist denn der andere Sohn? Finde ich jetzt nicht. Einen besseren Ratskanzler? Minimal. Aber der ist halt kein mächtiger Vasall. Ich glaube, da lasse ich das lieber so. Moment, 19? Der ist doch auch nur Ritter von uns, jo. Können wir das machen? 20 Monate verbleibend. Aufgabe beendet. Größere Kontrolle. Hat Banditenhorten verloren. Sehr gut. Den darf ich nicht... Was? Wie rufe ich Klerikaler Nenno? Dammit. Tugendhafter Graf gefeiert. Ja, sehr schön. Gast an euren Hof geholt. Kann ich die irgendwie nicht alle wegklicken auf einmal? Das wäre echt hilfreich. Also es ist krass, wie viel Gold du machst, wenn du die Bistümer mit unter Kontrolle hast. Kriegsvolk Unterhalt pro Schrecken. Ich glaube, ich habe nicht. Ich habe 15 Schrecken. Würde bedeuten, ich habe über 5% weniger Kriegsvolkkosten. 7,5%. Vasallensteuer. Kann Vasallen erpressen.
Vasallenaufgebote, weniger Tyrannei, Steuereintreiber, rasch bauen, rasch behauen. Entschuldigung. Ich weiß nicht so richtig. Wie kriegen wir denn aktuell durch Vasallensteuer? Normale Steuer 10. Vasallensteuer plus 1,9. Ist halt fast nicht vorhanden. Weil wir einfach noch zu weit niedrig sind. Das Heeregeld, glaube ich, nicht so mächtig. Ich glaube, eher der Unterhalt zu reduzieren ist dann cooler bei uns. Wir sind nicht mehr bei 5000. What the heck? Wir haben nicht Leute verloren gerade. Benachbarter Herrscher gewann Krieg. König Orson, mit dir hatte ich doch auch schon zu tun. Mit König Orson. Der war nervig. Und irgendwie sind alle mit 15 schon von mir ein, von verschreckt. Mit 15 Schrecken. Es ist im Prinzip Dienst an der Krone, 15 Schrecken, alle eingeschüchtert. Bam. Fertig. Alle eingeschüchtert. Wegen einmal Dienst an der Krone. Das verstehe ich halt nicht ganz. Wen beeinflusst du eigentlich gerade? Na, du bist einer. Nee. Bist einer der anderen. Du bist der mächtige andere Lehnsherr. Ja, okay. Die Beeinflussung möchte ich weitermachen. Ich habe genau eine Grafschaft eingenommen in dem ganzen Leben dieses Spielers, dieses Charakters. Dies ist nicht so viel. Dieser Vorschlag ist immer noch so ein Quatsch. Weil jetzt selber bloß 2000 hat, der Rest ist einfach Diplomatie. 41% für einen Mord. Ich bin halt gerecht, da ist ein Mordkomplott ein bisschen schwierig. Jetzt, wo mein enterbter Sohn tot ist, kann ich Leon holen. Das ist ein guter Hinweis. Krieg erklären. Weit unterlegen, du hast vollkommen recht. Und da ist keiner böse. Verliert 12 Jahre Meinung von euch und darf mich rechtmäßig einkerkern. Alle ausheben. Möchtest du jetzt wirklich kämpfen? Du bist da oben so schon eingekerkert. Jawohl. Haben wir sie gekriegt. Haben wir das besiegt und dann wird einfach mal direkt bombardiert. Ist mit meinem großen Tross gut gekleideter Diplomaten, Ritter und exotischer Gaukler vor meinen Toren aufgetaucht. Der Zug ähnelt einer Parade, die von Matok selbst angeführt wird. Außerdem verkündet Matok, dass er hier ist, um mir zu huldigen, dass er als Geschenk Gold dabei hat. Herr Bürgermeister, das hätte ich ja gar nicht von Ihnen. So viel Großzügigkeit findet man seinen Untern nur selten. Die Treue von Matok muss man wahrlich zu schätzen wissen. Großzügig, mitfühlend, eigenwillig. Das ist doch nicht alles gewesen. Auch das muss ich jetzt nicht sagen. Behalte das Gold. Eure Freundschaft ist genug. Nee. Ich nehme das Gold. Ich nehme das Gold. Hätte gar nicht im Blick, dass ja mein, logischerweise, ich kein Bündnis mehr mit meinem Sohn habe, weil er gestorben ist. So, jetzt habe ich das Königsvorrecht entdeckt. Jetzt kann ich die Kultur wieder. Braucht die Festungsmauern mal. 61 Jahre, das dauert ja ewig. Ich will doch nur die Festung erhöhen. 200, 200, 200, 200. Das dauert ja ewige Zeiten. Okay, hier haben wir automatisch alles bekommen. Aber jetzt bei 1078 schon. Habe ich nicht 900 irgendwas angefangen mit dem Playthrough? Aber Festungsmauer hätte ich halt schon ganz gerne, damit ich das mal upgraden kann. Ich will nicht erst bis wann warten? Spätmittelalter. Ich will nicht erst bis ins Spätmittelalter warten.
Wann steigt man denn auf? Ist nicht verfügbar bis 1200. Hat nicht mindestens 50% der Innovation der Epoche Hochmittelalter. Okay, wenn du 50% hast und an einem bestimmten Zeitpunkt. Dann kriegst du wahrscheinlich das ja auch automatisch. Vermutlich etwa in 7 Jahren. What? Was denn jetzt passiert? Und dann? Habe ich nicht verstanden, warum es jetzt so schnell viel schneller ging. Aber nehme ich. Ja, greife ich ruhig nochmal an. Ist okay. Moment, wir haben Gefangene. Nee, wird nicht annehmen. Wird nicht annehmen. Kann ich hier nicht irgendwie Massenlösegeldforderungen machen? Nee, kann ich auch nicht, ne? Ihr wollt alles. Ach, ihr wollt es alle nicht annehmen. Das ist doch kacke. Wieso wollt ihr meine Lösegeldforderungen nicht annehmen? Das ist doch schlecht für euch. Ich habe halt fast nichts bekommen hier dafür. Das ist doch absolut schlecht. What, wo kommt ihr denn her? Wo kommt ihr 95 denn her? Okay. Okay. Begriff. Euer Sohn Felix ist ein Begriff, den. Was? Unser Sohn Felix ist ein Begriff, den Hof zu verlassen? Moment, warum das denn? Weil er enterbt wurde? Und rachsüchtig ist? Ich kann ja halt für nichts. Kann ich den für irgendwas einstellen? Erbe wiederherstellen. Als Hofarzt einsetzen. Als Hofarzt einsetzen könnte ich ihn tatsächlich. Fällt mir gerade so auf. Ich glaube, meine ist nämlich erstens alt und nicht so viel schlauer. War praktisch orientierten Ansatz Sache Religion bekannt. Ich könnte halt wirklich, könnte meinen Sohn einfach mal als Hofarzt einsetzen. Als Hofarzt einsetzen? Jo. Dann noch Bekehrung verlangen. Konvertiert. Bitteschön. Das halte ich eigentlich für eine gute Idee. Wir können Zahlungen verlangen. Jo, Bischof. Gib mal wieder was ab. Felix, gib mal was ab. Ich bin dein Hausoberhaupt. Ich brauche keine Dynastiemitglieder in den Krieg rufen. Das ist absolut Overkill. Es kommt wieder 94 angeduppelt. Was wollt ihr von mir? Lasst mich in Ruhe. So, gefangen genommen. Ein Charakter aus Kerker auslösen. Haben 50 bekommen. Lösegeld akzeptiert. Das haben wir noch mitgenommen. Und jetzt können wir hier trotzdem durchsetzen. Jawohl. Perfekt. Das bedeutet vor allen Dingen, wir können wieder Herzog werden. Könnte nämlich den Herzogtumtitel von Bretagne schaffen. Ich muss aber von unserem Lehnsherr unabhängig sein dafür. Oder muss den Lehnsherr-Titel übernehmen. Ach, Kacke. Um Herzog von Bretagne werden zu können. Was kann man hier? Hier kommen doch bestimmt Sachen. Jo, hier kann man richtig viele Sachen bauen. Achso, erstmal müssen wir jetzt wahrscheinlich die Kontrolle wiederherstellen. Okay, du machst noch Kontrolle. Hätte gerne so euer Sohn R. Marco einen äußerst bekannten Pfohlenmund. Zieht Mündel von Gitar, Plünderer. Oh, Marco. Marco würde ich aber gerne selber. Es tut mir leid, mein Freund, aber das muss ich leider ablehnen. Gefangene können Lösegeld einbringen. Lösegeld fordern. Lösegeld fordern. Mächtiger Vasall erwartet Ratsposten. Du hast nur keine guten Werte für irgendwas im Rat. Doch. Kann dich höchstens 400, 300, jo. Ich kann dich einsetzen. Als besseren Ratsverwalter. Als besseren Ratsverwalter. Das funktioniert. Und eigentlich wollte ich hier gerade was bauen.
Jagdreviere, leichte Reiterei, Schaden, Armeelager, Handelshafen. Handelshafen, it is. Mehr Gold. Mehr Gold. Warum hast du das? Kann ich mir das nicht? Titel aberkennen. Ach so, Bistum. Gilt nicht als Tyrannei. Das Einziehen von Baronien gilt nicht als Tyrannei. Die ist raubgierig und Schurken. Titel aberkennen. Mein Titel. Oh, so viel dazu. Damit ist sie weg. Dann weiß man hierzu. Dann bleibst du doch dort. Dann haben wir jetzt plus 17. Hast du das? Ja, du hast es fertig. Ich will die Kontrolle wiederherstellen.